Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und herzlich willkommen an alle Nicht-Muslime. Das Thema von heute ist: Vergleicht Ben Salomo Free Palestine mit dem Hitlergruß? Das ist die Frage, die sich heute für mich stellt. Ben Salomo, ein relativ unbekannter Rapper aus Berlin, hat sich hier im Stern geäußert. Ja? Und da sagt er, er ist 45 Jahre alt, Free Palestine bedeutet judenfreies Palästina. Judenfreies Palästina. Das heißt, dass die Juden alle rausgeschmissen werden müssen. Das bedeutet Free Palestine. Damit unterstellt er hier ganz sicher und deutlich allen Demonstranten, dass sie die Juden rausschmeißen wollen. Dann hat er bei einem Interview mit der Welt heute gesagt, und zwar folgendes: Bei Free Palestine handelt es sich um einen totalitären, eliminatorischen Vernichtungsaufruf. Und er meint, er hätte dort recherchiert. Das heißt, ein totalitärer, eliminatorischer Vernichtungsaufruf. Also man, die dort schreien, Free Palestine, er unterstellt denen damit zu sagen, vernichtet die Juden, eliminiert sie. Das ist die Bedeutung von Free Palestine. Das sagt er ganz klar. Hat er ein Lied gemacht, heute, das ist wohl heute auch rausgekommen, das wurde auch kurz vorgestellt in dieser Sendung bei der Welt, ja. Und ich habe mir das jetzt mal, den Text, der wurde dort auch geschrieben, ich habe mir das mal ausgeschrieben. Sie brüllen Jude, Jude, nennen mich feiges Schwein, doch ich weiß, wo ich stehe, wenn ihre Horden wieder schreien. Komm heraus, kämpf allein, ich will, ich weich nicht zurück, nein, ich komme raus und kämpfe allein. So, die einzige Demokratie in diesem Höllenloch des Nahen Ostens, zwischen Hisbollah und Hamas, nicht nur der Ilhin. Jetzt geht's weiter, jetzt gut zugehört. Nicht nur der Hitlergruß eint sie im Judenhass. Nicht nur der Hitlergruß eint sie im Judenhass. Mit deutschen Geldern inszenieren sie die Feindbilder. Und Free Palestine ist der Neue, ist das Neue? Ich sag's lieber nicht. Da sagt er, ich sag's lieber nicht. So. Das heißt, wenn das etwas ist, was er lieber nicht sagt, deutet er ja hiermit klar und deutlich an, dass es irgendetwas ist, was man nicht einfach so sagen darf. Okay? Aber wenn man den Kontext liest und liest davor, ja, nicht nur der Hitlergruß eint sie im Judenhass, ja, und brüllen Jude, Jude, und so weiter, Horden, wie zum Beispiel bei der Reichskristallnacht und so weiter, wenn man das noch so nennen darf, ich habe mal gehört, irgendwie, ja, auf jeden Fall, dann Free Palestine bedeutet judenfreies Palästina, ist ein, hier, Free Palestine handelt sich um einen totalitären, eliminatorischen Vernichtungsaufruf, muss man dann nicht verstehen, dass er hiermit sagen will, dass Free Palestine Heil Hitler bedeutet? Also gibt es irgendjemand, der etwas anderes hier versteht? Ich verstehe hier, dass er sagen will, dass Free Palestine das neue Heil Hitler ist. Auf jeden Fall muss es irgendwas in diesem Zusammenhang mit den mit den Nazis und dem Holocaust sein, weil sonst würde er nicht sagen, ich sag's lieber nicht. Danach bringt er noch in seinem Interview, erwähnt er noch etwas für Deutsche wehrt euch, kauft nicht bei Juden, sowas erwähnt er dann auch noch. Das heißt, er versucht hier die friedlichen, angemeldeten Demonstrationen und Kundgebungen mit dem Holocaust in Verbindung zu bringen. Mit dem Nazireich in Verbindung zu bringen. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, wenn man bei Arafat Abu Chakar, weil er über eine Person, die Politik einer Person redet und sagt, er ist für ihn schlimmer als Hitler, wegen Volksverhetzung,
fragt. Hier geht es, aber da geht es nicht um ein Volk, da geht es um einen Präsidenten. Hier geht es um eine ganze Kommune, um eine ganze Gemeinschaft, um die Araber geht es hier. Ja? Das heißt, tausende von Leuten, die in Deutschland laufen. Sie eint nicht nur der Judenhass. So. Da muss man sich mal fragen. Und hier muss man sagen, da ist man ja immer sehr schnell mit, das heißt, den Holocaust zu benutzen für die eigene Situation. Weil das ist das, was ich verstehe und bestimmt und ich habe eben im Livestream danach gefragt, die meisten anderen haben das genauso verstanden, ohne dass ich sie auf diese Idee gebracht habe. Ja? Und man sieht ja zum Beispiel der israelische UN-Botschafter Gilad Erden mit einem Judenstern aufgetreten ist. Wir sehen, wie Netanyahu gesagt hatte, Hitler didn't want to kill the Jews, but the Muslim convinced him to do. Ja? Ja, das wird vom BBC, kann man finden in YouTube. BBC condemned Netanyahu, Holocaust remarks condemned. Ja? Dann Shaha Azani, ehemaliger Botschafter, über die Situation, sagt am 10. Oktober, über die Sachen, die am 7. Oktober passiert sind. It is nothing short of Holocaust. Ja, es ist nothing short of, das heißt, 1400 Leute sind getötet worden. Das ist wie der Holocaust, sinngemäß, oder nicht geringer als der Holocaust. Beim Holocaust sind 6,3 Millionen Juden umgebracht worden. Das ist eines der größten Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Geschichte der Menschheit. Ja. Dann, Netanyahu tells Biden, this savagery has not been seen since the Holocaust. Ja, alles diese Sachen, wo das mit dem Holocaust in Verbindung gebracht wird. Und so verstehe ich das auch bei Ben Salomon. Und soll er uns doch mal sagen, was er lieber nicht sagen will. Weil aus dem Kontext heraus, glaube ich, gibt es keine andere Interpretationsmöglichkeit. Ja, und das ist eine absolute Frechheit. Das ist eine absolute Frechheit, sich hier als Opfer zu inszenieren und die Leute, die dort als Opfer zu inszenieren, was hier in Deutschland passiert, weil Leute Free Palestine am Rufen sind. Seine absolute Frechheit ist das. Bitte teilt dieses Video, verbreitet es überall, damit man sieht, was hier eingeladen wird im Fernsehen und was hier für Botschaften vermittelt werden. Das ist eine absolute Frechheit.